Vor 49 Jahren, das war 1969, wollte ich das Mont Blanc-Spezialität nachmachen mit dem Eis. Und dann habe ich wollte ich habe praktisch das Eis von meinem Vater, der hatte schon damals eine Eisdiele, und habe Pistazien, Zitrone, Erdbeeren und habe das durch eine Spätzlepresse gejagt und war ganz begeistert über diese Form. Und dann habe ich das meinem Vater mit großer Begeisterung gezeigt und er sagte, er hätte noch nie bunte Spaghetti gesehen. Ich soll das mal mit Vanilleeis, weil das ist eben von der Farbe ähnlich wie der Teig. Und dann haben wir eben das durch Vanille durch die Spätzlepresse gejagt und auf einmal waren Teller Spaghetti da. Und dann fehlt dann noch die Tomatensauce. Und nach verschiedenen Tests oder Probieren haben wir gewählt die Erdbeerpüree. Und da fehlte nur noch das Parmigiano. Und dann habe ich eben weiße Schokolade mit einer Reibe für Parmigiano drüber gerieben. Und da war das Spaghetti-Eis erfunden.